all die Probleme oder all die Sorgen, die zu Recht die uns umtreiben mit der Welt, mit dem Klima, mit den Rohstoffen, mit dem CO2, da brauchen wir einfach neue Antworten. Wir sind sogar gezwungen, also da neue Wege zu gehen. Es ist gar keine Frage des Wollens, sondern wir müssen. Ich glaube generell, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wesentlich davon bestimmt sein werden, wie wir das Bauen verändern können. Das ländliche Bauen mit Einfamilienhäusern, dem liegt auch oft so ein Trugbild zugrunde von der Ländlichkeit, also ein Wunschdenken von der eigenen Villa ohne Kontext. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann Orte entstehen, die an sich unattraktiv sind, die eigentlich nur noch Schlafstätte sind. Und das ist das eigentliche Problem, denke ich. Dieses Weitere, halt einfach auf der grünen Wiese Einfamilienhäuser bauen, das ist natürlich auch ein etwas veraltetes Modell. Also wir befürworten schon, dass man sozusagen sich sein Einfamilienhaus dann entweder im Bestand oder halt durch stärkere Verdichtung innerstädtisch zum Beispiel realisiert. Ich glaube, dass wir gar nicht umhin können, als jetzt gerade uns sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, wie wir das Bestmögliche aus den Ressourcen rausholen, die uns zur Verfügung stehen. Und zu den Ressourcen gehört jetzt nicht nur, gehören für mich nicht nur die Rohstoffe, sondern genauso Grund und Boden wie auch generell der Raum. Also im Prinzip sehe ich es eigentlich so, dass das zukunftsfähige Einfamilienhaus ein vorhandenes Einfamilienhaus ist, was weiter genutzt wird, transformiert wird und umgebaut wird. Dass man die bestehenden Strukturen aufbaut, ausbaut und vielleicht auf gesellschaftliches Umdenken anpasst. Dass man die Gebäude vielleicht flexibler nutzen kann, anders nutzen kann, so wie wir das auch von vorherigen Generationen lernen konnten. Dass diese Häuser flexibel sein müssen, also dass sie sich auch nicht nur auf die Kernfamilie beziehen, sondern eben auch, dass man, also man kennt das aus den Ballungsräumen mittlerweile, das gemeinschaftliches Wohnthema ist. Entweder man schafft es, dass man die Häuser teilbar macht, jemand einfach nur die Hälfte des Wohnraums zum Beispiel als Zwei-Personen-Haushalt dann benötigt und die andere Hälfte dann von weiteren Personen bewohnt werden kann. Oder man zieht aus und gibt das der nächsten Generation an Familien als Wohnraum. Natürlich möchte niemand aus seinem alten Haus ausziehen oder aus seinem Heim, aber vielleicht brauchen wir tatsächlich Angebote für die älteren Menschen, die attraktiv sind, damit Jüngere nachziehen können in die Bestandshäuser. Das Haus selber sollte kompakt sein, wirklich wenig an Grabarbeiten vorfinden und es sollte halt schon in diesem Sinne eine super ökologische Haut haben. Im Besonderen geht es auch darum, weniger zu bauen. Mit relativ wenig Eingriffen in die Natur und in das Umfeld zu handeln, zu planen. Das Haus wird eigentlich immer technischer. Und das ist ja auch eine Frage, die ich finde, die man sich stellen muss. Ist das überhaupt richtig? Oder muss man eigentlich den technischen Anspruch an so ein Haus eigentlich wieder verkleinern? Das Einfamilienhaus ist für mich vor allem ein kleines Haus. Und es wird immer kleine Häuser geben. Es gibt immer Baulücken, es gibt immer Restgrundstücke, die schwierig zu bebauen sind. Es gibt immer sensible Umgebungen, in denen man keine großen Häuser bauen darf und möchte. Und kleine Häuser sind von daher immer interessant. Ich denke, dass der Typus Einfamilienhaus nie komplett verschwinden wird. Aber gleichzeitig war und ist das Einfamilienhaus auch schon immer ein Luxusobjekt. Ich glaube, dass es sich schon verändern wird und verändern muss. Also ich glaube, dass es in gewisser Weise immer eine nachgefragte Bauaufgabe sein wird. Weil einfach der Wunsch da ist, sozusagen sein Eigenheim zu haben und seine eigenen vier Wände, um es mal so zu sagen. Es ist jetzt nicht aussterbend, das Einfamilienhaus. Das wird es halt immer wieder geben. Ich glaube, zukunftsfähiges Wohnen oder ein zukunftsfähiges Einfamilienhaus ist nur dann möglich, wenn man mit zukunftsfähigen Bewohnerinnen plant oder für zukunftsfähige Bewohner. Wenn wir als Gesellschaft daran arbeiten, wegzukommen von so bestimmten Bildern aus den letzten 50 Jahren. Ne? Wir müssen was ändern und das Was sind am Ende irgendwie vor allem wir.